meine Lieben, hier sind wir wieder. Beziehungsweise mal in einer anderen Konstellation. Der liebe Olaf und der Herr Meier. Hallöchen. Wir haben, also um euch vorab zu sagen, momentan wird eine kleine Umbauten gemacht. Da ich jetzt auch auf den PC gegangen bin. Na toll. Wo war das? F? Nee. Da. da. Und dementsprechend wollten wir halt jetzt mal gucken, dass wir gesagt haben, wir gehen jetzt hier rein. Und dann gucken wir mal. No, jetzt weiß ich gar nicht, wie ging nochmal der CB-Funk? Weißt du das? Fix. Ja? Also so. Achso, ich muss ja erstmal da. Ja, ein LKW. So, ja. Hast du jetzt was gehört? Nö, gell? Nein. Hallöchen. Nice. Bringt der natürlich da drauf um. Das wollte ich jetzt nicht. Sorry, Leute. Wie komme ich jetzt in den LKW rein? Gute Frage, nächste Frage. Immer so. So. Nicht gut. Ich glaube, mein Spiel hängt sich gleich gerade auf. Warum? Oh. So, ich würde sagen, wir versuchen uns jetzt erstmal direkt und fahren rüber zu Sellplan. Na? Okay. Los. So, Motor an. So, und das Lustige ist hier liegen. Das ist die erste Tour mit neuem Lenkrad. So. Du fährst ja eh hinterher, ne? Ja. Nachher muss ich es Ich muss auch erstmal wieder sehen, wie ich lange nicht gespielt, meine Freunde. Genau. Lange nicht gespielt. Hier mal geradeaus. Und wie ihr seht, ich fahre auch ohne irgendwelches Interface. Ich verlasse mich aufs Gravity-Messer. Du meinst Farming Simulator? Ja, meine ich auch. Ich hab ETS verstanden. Ich auch. Ich auch. Ja, Special. Unser guter Oden. Johann ist auch da. Nee, nicht Johann. Der Herr Trautmann. Ja, mal gucken, war das so. Nee. Dieter! Ach, was weiß ich. So, Johann! Wir haben 3 zur Auswahl, was nehmen wir denn? Fahren wir nach Belgien? Was ist ein RO? Ist Rumänien, ne? Rumänien ist ein RO, ja. Rumänien oder. Nein, also ersten beiden. Was ist dir lieber, Belgien oder Rumänien? Belgien. Bist du damit einverstanden? Jo. Gut, dann nehmen wir den. Jo, das wird eine schöne Tour. Lol. Lass uns los. Kannst du den denn holen? Hm. Ich jetzt auch. Oh Gott, erste Mal im Spiel eingebaut. Oh Gott. Wir drücken mal die Daumen. Jupp. Nur so einen kleinen Tipp an dich: Fahr nicht so nah an ihn ran. Sonst wirst du noch mit verwickelt in den Unfall. Nein, das ist auch Also kann er durch dich durchfahren? Meintest du nicht meine Seite, oder? Okay. Du hast nicht aufgeschaltet. Ich weiß gar nicht, wie die Lichtmodi hier ändert. Gehst du nochmal auf Escape und bist in dein Menü, gehst du unter Fahrzeugeinstellungen, dann kannst du es ändern. Also ja, deine Dachmontierung. Ich hätte noch eine andere Tröte. Ja gut, ich hab die Mods haben wir ja deaktiviert erstmal. Damit wir überhaupt hier reinkommen, das war ich gar nicht Dachmontierung. Ist ja alles an. Wie gesagt, wir haben die normale Hupe. Ach, da ist ja. So, wo waren die Fanfaren? Alter. Und welchen waren nochmal die Fanfaren gewesen?
Welcher Knopf? Ja, das ist eine gute Frage bei dir. Ich hab's halt auch auf der Tastatur liegen, ne? Ich hab's auf dem Lenkrad. Ja, ich muss das doch eigentlich. Na egal, ich würde sagen. Gehen wir mal hier. Blop, 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 blop. Jo. Und Abflug. So, da wollen wir mal los, hä? Ja. Ich bin cool, ich hab's mir den Kopf hier. Hier nach rechts ab. Ja, komm! Pöttel hier. Wenn wir dann selber schnell gehen, ne? Ja. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Wo fährst denn du dann? Der darf sich doch rechts aus. Links ab. Bei mir sonst nicht viel. Oh, der Wichser! Hallo! Hallo! Da hat sich jemand vor mein Visier gestellt. Du hast doch auch nach Belgien genommen, oder nicht? Ja, ich hab denselben Auftrag. Wahrscheinlich habe ich ein anderes Navi. Ich hoffe, dass wir demnächst mal mit uns die Kotz mal zusammen kriegen, bevor wir mit uns fahren. Ja. Allein mit Waze. Waze ist cool. Oder ob ihr es glaubt oder nicht, ich nutze Waze sogar. Hallo. Ich hab dich mal kurz hochgezogen, weil ich... Hä? Wir sind am Aufnehmen. Vielleicht doch. Ja. Ich will die auch mit hochholen. Wen? Nein, wollte dir nur kurz was erzählen. Ich häng mal wieder die Woche krank. Doch. Ich hab das geschafft, ich war auf dem Meet and Greet in Witten. Mit Finn. Okay. Und hab mich zweimal am gleichen Tag auf die Fresse gelegt. Beide mal aufs gleiche Knie. Hm? Der Herr Doktor hatte die Bedenken, dass eventuell das Kreuzband Fritte ist. Aber das glaube ich nicht, weil dann hätte ich, glaube ich, schlimmere Schmerzen. Ich könnte gar nicht laufen. Aber es ist definitiv irgendwas. Ja, ich wollte dir nicht die Aufnahme killen, aber... Alles gut, kriegen wir hin. Ja, ich hatte nicht mitgekriegt, dass du am Aufnehmen bist. Vor allen Dingen im allgemeinen Channel, wenn du jetzt auf On Air oder sowas gewesen wärst, ja, hätte ich Bescheid gewusst. Nee, ich werde mich jetzt gleich wieder verziehen. Gestern der Tag war aufregend für mich. Es war alles too much. Wir waren das so, wir quatschen Tage zusammen. Also nachher. Schreibe ich dir dann nochmal. Ja, Fakt ist, ich hab gestern 3 Panikattacken hintereinander durch. Aber so richtig Panikattacken, ne? So, ihr Lieben, wartet mal, wir halten es mal kurz an. Wir müssen ja nicht warten. Na, kommen wir mal. So, nee, aber alles gut, kriegen wir hin. Ja. Ja. Wir gehen jetzt gerade rüber. Und dann quatschen wir die Tage, wir zwei. Okay? Ja. Alles klar. Okay. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Tut mir leid, dass ich euch da gestört habe. Alles gut. Sagst doch bitte den anderen. Alles gut. Dass es mir leid tut. Mach dir keinen Stress. Sind nur Sally und ich, alles gut. Ich schicke dir nach mal Bilder von der Wohnung. Jo, mach das. Ich kann's ja dann einfach schreiben, wenn du Zeit hast. Mach ich. Ja. Dir. Okay, bis dann. Tschö. So, sorry, Sally. Unsere Demeria hat mich gerade geklaut. Ach ja, ist ja wieder da. Ja, sie hatte gerade hatte mich geklaut und da wusste ich, dass wir in der Aufnahme sind. Alles gut. So, weiter geht er, der Peter. Jo. Du bleibst jetzt stehen. Kommst du hinterher? Oder soll ich schön warm 80 fahren? Ich war hinter dir. Nee, du hast aber was macht denn der Kollege hier?
Die hat mir eben angezeigt, dass wir Quartier hinter mir gewesen. Weil ich wollte mal testen, wie viel man hier fahren kann. Maximal, glaube ich, 90. Ah, cool, die Kupplung funktioniert. Ich habe die Geschwindigkeitsbegrenzung ausgeschaltet. Aber warum kommt der nicht neben können? Nur hier. Achso, ja, die Mods sind ja auch dabei, ja, was? Hey. Was denn? Die Stupe ist unfair. Ich brauche mal ein bisschen Licht gerade. 84, 85, ja komm, 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 zieh. Okay, geht nochmal zu. Juni, wie sieht's denn aus mit dem Tank? Ich müsste tanken. Dein Ernst? Ja. Tanken? Ja gut, halt mal gerade hier rüber an. Okay, ich glaube, ich schaff's noch voll. Ich sehe das doch gerade hier auf meinem DAF irgendwo nicht. Ich weiß nicht, wo hier die Tankanzeige ist. Der ist ja noch neu. Okay. Wer suche, der findet. Meistens oh, mitten. Nein. Oh. Okay, tanken kann ich jetzt eh nicht mehr. Meistens ist die Tankanzeige dort, wo der. Oh. Total 4 oder 127 Distance. 3. Nö, also, ich glaube, ich muss tanken. Okay. Moment, ich mache jetzt mal einfach. Nö, Tank ist voll. So, kann weitergehen. Warte. Ja. Das jetzt. Oh. Muss ja irgendwie länger rauskommen, oder? Ja. Neue Route finden. Markiert das gerade aus. Karl weiß manchmal nicht, was er will, ne? Ja. Wir fahren nach Berlin. Ich dachte, ihr fahrt nach Belgien. Ja, trotzdem ist man nicht in Berlin. Ja. Hä? Achso, von. Ah ja, von Erfurt. Ja, ja, stimmt. Kürzeste Route. Du bist eh rüber. Du bist eh rüber. Ich werde geknutscht. Aus. Knutscht woanders. 91, komm. Bitte links halten. Ja, wenn ich mal könnte hier. Jetzt muss er wieder langsam machen, ich muss erstmal wieder rankommen. Jetzt stelle ich mal mein Tempomat auf 80. Temp, stell doch auf 120. Ja, meine Freunde, wir haben heute mal den Trecker gegen den LKW getauscht. Ja. Ich fahre und?
Also Duff erinnert mich gerade echt an das Bier von Homer Simpson und so. Mit euren Elefantenrennen. Ja. Wirklich. Weißt du, ich mache jetzt einfach ganz nasi. Keiner mehr hier vorbei. Habt euch lieb. Kann ich schon mal sehen, wo da ganz viele Pferde an der Zahl. Wir brauchen weiterhin auf 80. Ja. Gegrätscht ist. Sie wussten nicht, dass wir in der Aufnahme sind. Wir haben auch hier jetzt nicht Bescheid gesagt, dass sie war jetzt eine Spontanaktion. Ja. Und ja. Ich glaube, ich muss mal das Mikrofon für mein CD-Funk hier aktivieren. Ja. Vielleicht auch nicht. Ich hab dich nicht gehört. Ja, dann bin ich gerade fast hart. Jetzt macht erstmal Crash. Die Ausfahrt rechts. Meine Güte. Dieses. Ich hab einen Notbremsassistenten drin. Lenkrad ging gerade nicht. Ich konnte nicht lenken und dann habe ich eingelenkt und. Ups. Einstellen kannst hier. Die Elektrospiegel? Ja, das wusste ich. Nee, du kannst die Notbremsassistent einstellen. Nee, das wusste ich nicht. Warte mal, lass mal gerade nochmal Pause, dann kann man ganz gerade mal gerne im Menü gucken. Man ist ja einfach zu bleiben, müssen wir hier stehen. So. Ich sag auch noch gerade, wir bleiben stehen. So. Wie gesagt, geht auf Optionen, Gameplay. Und da kannst du. Warte. Das sind die Umleitungen, die Regenwahrscheinlichkeit habe ich jetzt ein bisschen aufgesetzt. LKW unter LKW-Einstellungen. Mhm. Da kannst du halt Regensensor, klar. Motorbremse, automatische Zündung und Motorstart habe ich aus, klar. Feststellbremse. Regensensor, wo stehst du? Hä? Okay. So, dann habe ich halt Druckluftsystem habe ich an, realistischer Treibstoffverbrauch. So. Wieso? Adaptiv. Doch, da. Intelligenter Adaptiv. Achso, habe ich doch gar nicht an. So, gehen wir da auf 20. Adaptiv Cruise Control, 20 Meter. Pull Detection für Emergency Brake. Dann bremst der automatisch, wenn irgendwas ist. Pull Detection oder Only? Wo meinst du? Ich habe auch Pull. Okay. So. Da kannst du ja weitergehen. Genau.
ist dran. Sehr schön. Jawohl. Haben wir denn 5.34 Uhr? Voll drauf genutzt. Manchmal klappt das, manchmal klappt das nicht, oder wie war das? Ja, das ist schon etwa. In 9 von 10 Fällen. Ich verstehe das auch nicht, warum der das auf der... Achtung, Baustelle. Okay. Der Unfall, ups. Wie war das Speedrun? Elefantenrennen. Ja. Also von dem her. Hallo, mein Gott. Achso, der hätte sich gerade automatisch gesprungen. Okay. Also der hat sich jetzt gerade in der Spur gehalten, neben dem LKW. Jetzt wieder nicht. Ne? Muss ich das verstehen? Nicht unbedingt. So, die nächste rechte. Leipzig. Wissen wir mal. Boah, ich fasse es nicht. Schau mal meine Leute an. Guck mal da durch. Mit 90, was meinst du? Der war gleich. Ich hab sie mir gut eingestellt. Ja, ich hab die ja digital. Wie kann ich denn da? Schiss. Da könnt ihr alle meckern, aber da funktioniert der sich cool. Ja. Die Frage ist, bremst der mich jetzt automatisch an, wenn ich gerade bis auf den LKW zufahre? Probierst du? Ich bin schon dabei. 20 Meter Distanz, ne? Müsste er theoretisch anfangen, um runterzukommen. Ja, er bremst runter. Lol. Hab ich das Auto jetzt mitgenommen, hinter mir? Noch nicht. Lass uns auch mal. Fahr mal auf den Auer zu und dann bremst er automatisch runter. Ja. Also dass sie das mittlerweile mit eingebaut haben, finde ich cool. Ne? Wir haben ja beide schon lange nicht mehr gespielt, oder? Ja. Rechts halten. Das müssen wir rechts halten. Rechts nehmen. Nehmen wir die Ausfahrt rechts. Bremst mich hier gerade ein bisschen unnötig runter. Ja.
passt schon. Ich hol dich irgendwie ein. LKW, den du überholt haben wolltest. Okay. Aber ich würde nur sagen, wir haben jetzt 24 Minuten, 12 Minuten. Ja. Ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Und halten jetzt hier erstmal brav an. Sind lieb. Dann sage ich Tschüssikowski, bis Baldinski. Ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. We'll be right back.